Moin, moin, Ben Meyer 84. Ja, auf Wunsch von Brown Bear mache ich jetzt mal mein erstes Unboxing-Video hier. Ich versuche das mal hinzukriegen, mit einer Hand das Handy halten und mit der anderen irgendwie zu unboxen. Wir probieren es mal. Oder ich stelle es hier einfach mal irgendwie hin. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ob es so geht? Nee, so wird das nichts. Machen wir so. Am besten erstmal hier. Zack, zack, zack. Ah. Open. Open Set Box. So, mal gucken, was da drin ist. Schön vorsichtig aufmachen hier. Das ist nicht so leicht hier mit einer Hand, da. Was man nicht alles macht für seine Kunden. Erstmal hier der Karton, klar, Little Big Planet. Da ist die Vita, USK 0, Best Mobile Game, na, stell ich mal scharf hier. Best Mobile Game Winner. Und Inhalt der Box. Die Vita, die Speicherkarte und ein Gutscheincode für Little Big Planet. Irgendwie möchte hier meine Kamera nicht scharf stellen. Egal, ihr habt es gesehen. So, hier noch eine Beschreibung am Rand von dem Spiel. So, wir machen jetzt mal auf. So. Achso, im Paket ist noch ein Paket. Na, Sony. Meine Helden. So. Noch ein Karton, okay. Oh Mann, nochmal schlitzen. Zack, 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 zack. So, jetzt will ich dich aber sehen. Okay. Anleitung, Anleitung. Wahrscheinlich alle Sprachen der Welt. Anleitung. Vita, Vita, Vita. Was haben wir hier? Aha, RF Play Cards. You need this. You need these. Okay. Hier haben wir noch ein paar Beschreibungen. Der Gutscheincode für Little Big Planet. Wo ist jetzt hier eigentlich diese 4 GB Speicherkarte? Was ist hier mit drin? Schauen wir mal. So. Mal hier unter. Okay. USB-Adapter hier. Was ist da? Akku. Oder was soll es sein? Ach ne, das ist Adapter für Aufladen. Stromkabel. Aha. Da ist die 4G-Karte. Hier ist die schöne Vita. Raus, komm, raus, komm, raus. Zack. Das sind also diese teuren Speicherkarten, mein Gott, ist die klein. 4 GB. Aber ich habe mir schon eine 16 GB Karte bestellt, weil mit 4 GB komme ich nicht weiter. Kriegt man das ein Spiel drauf. Okay, mehr ist hier nicht im Karton. So, wir gucken jetzt ein gutes Stück mal an. So. Viel zu lange dieses Video. Dauert ja wieder eine Stunde zum Hochladen hier. Okay, 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 okay. Jetzt kommt der Moment. Erste Mal die Vita in die Hand. Uhuhu. Oha. Nice. Verdammt hochwertig. Und die Analog-Sticks, sehr geil. Andere Seite. Schön. Touchscreen. Hammer. Ja, Leute. Also, ich habe 140 Euro mit Spiel und Karte bezahlt. Ich denke, was kann man dafür ausgeben? Ich habe damals 250 für die PSP bezahlt zu Release. Da ist das eigentlich schon richtig cool. Oh ja, ich liebe das. Dreieck, Viereck. X und Kreis, ich liebe euch. PlayStation Vita, so, ich werde das Ding mal ausprobieren. 5 Minuten, oh mein Gott. Also man sieht sich, spätestens wenn Persona 4 rauskommt. Und ich bin raus.